Hallihallo und herzlich willkommen zum Refresher in dieser Woche. Wir haben diese Woche gemeinsam Prediger 3, Vers 1 bis 15 gelesen. In Prediger 3, Vers 1 bis 15 geht es eigentlich um den Sinn des Lebens und um die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen. Was bringt es uns? Also was sind eigentlich unsere Ziele im Leben? Auf was arbeiten wir hin? Für was nutzen wir unsere Zeit? Geht es nur um ein großes Haus, eine fette Karre, eine hübsche Partnerin, einen hübschen Partner? Viel Geld, einen guten Job. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, sind eigentlich all diese Sachen vergänglich. Wir versuchen also in uns irgendwie eine Leere zu füllen mit vergänglichen Sachen. Aber was bringt uns das? Wie sollen wir versuchen, eine Sache in unserem Herzen zu füllen mit materiellen Dingen? Oder um die Frage anders zu formulieren, was ist der Sinn in unserem Leben? Für was leben wir eigentlich? Was ist das, was unser Leben ausmacht? Und in Prediger 3, Vers 9 wird das ganz gut formuliert. Da steht, welchen Gewinn hat der Schaffende also bei dem, womit er sich abmüht? Ein sehr, sehr passendes Zitat kommt von dem Autor von Narnia und einem der großen Philosophen der Gegenwart, C.S. Lewis. Er sagt, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Frei übersetzt heißt das so viel wie, wenn ich in mir ein Verlangen finde, was keine Sache, keine materielle Sache in dieser Welt stillen kann, dann ist die wohl logischste Erklärung, dass ich nicht für diese Welt gemacht worden bin, beziehungsweise dass ich für eine andere Welt gemacht worden bin. Und das genau steht auch in Prediger 3, Vers 11. Da steht drin, dass wir die Ewigkeit schon in unser Herz gesetzt bekommen haben, beziehungsweise das Verlangen nach der Ewigkeit. Und keine materielle Sache dieser Welt kann das stillen. Das Einzige, was das stillen kann, ist die Ewigkeit selber. Wenn wir das verstanden haben, dass wir dazu berufen sind, in Gemeinschaft und in Ewigkeit mit Gott zu leben, dass wir seine Kinder sind, dann verändert das unser Denken und dann verändert das den Sinn unseres Lebens. Und genau das steht auch in Prediger 3, Vers 12. Da steht geschrieben, deshalb habe ich erkannt, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Und das passiert auf der Basis dessen, dass wir erkannt haben, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Also wenn wir das verstanden haben, wenn dieses Fundament steht und wir sagen, wir sind Gottes Kinder und wir werden in Ewigkeit mit ihm leben, dann werden sich unsere Ziele in dieser Welt radikal verändern. Nicht mehr, weil wir uns versuchen, eine Leere in dem Herzen krampfhaft zu füllen, sondern weil wir verstehen, dass dieses Leben hier auf der Erde vergänglich ist, dass alles Materielle vergänglich ist und dass wir auf ein größeres Ziel hinarbeiten. Und genau damit möchte ich dich in die kommende Woche schicken, dir vielleicht neue Gedanken geben, mal drüber nachzudenken, okay, was sind denn eigentlich meine Ziele? Weil, versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, Ziele zu haben, weil ohne Ziel ist jeder Weg sinnlos. Aber wir müssen verstehen, dass das Fundament eines jeden Zieles ist, dass wir in Ewigkeit gemeinsam mit Gott leben. Also setze dir gute Ziele, setze dir Ziele, die dein Leben verändern und die dein Umfeld zum Guten verändern. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche.